So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir sind hier wieder zurück auf Allemann Laurenzbach mit dem Solaris Urbino 12 mit Hybrid. Wenn es mich nicht ganz täuscht, habe ich den ausgewählt. Mal sehen, ob es auch so klappt. Und der Linie 29, wenn es mich nicht ganz täuscht, von Rübenkamp nach Postamt Holdau. Ja, wir setzen uns rein. Fahrplan müsste an sein schon, wunderbar. Hier sehen wir es auch nochmal, Linie 29. Rübenkamp nach Holdau Postamt. Passt. Wir starten das Ganze hier mal. Hybrid-System gestartet. Fehlgeschlagen. Bitte neu starten. Okay. Okay. Ich rede den Bus nicht an. Ich bin so doof. So, wir warten noch einen kleinen Moment. Wir können ja schon mal hier Haratusut gemacht, alles einstellen. Ich glaube, wir haben wieder das Teil hier, RBL, ja. Kann ich das nicht benutzen? Wieso kann ich das nicht benutzen? Achso, wir haben IBIS-System. Achso, ja gut. 02900 Route 1, Route 2. Holdau Postamt, wunderbar. Ups. What the fuck, Alter? Alter, was ist das für ein Bus? Wir fahren mal zur Stadthaltestelle. What the fuck? Oh. Okay, das fühlt sich komisch an zu fahren, Leute. Morgen. Hallo. Hallo. Ja, das Repaint ist von der Stadtwerke Laurenzbach AG. Oh. Habe ich ja den Kinderwagen schon reingemacht, dann schließen wir den natürlich. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein paar Minuten vorspulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Kommt bestimmt keiner mehr rein. Gut, dann können wir mal einmal. Oh. So, müssen wir auch schon. Passt das überhaupt mit meinem Heck, wenn ich hier jetzt rausfahre? Alter, der Sound. Alter, das hört sich an, Leute. Ich hoffe, ihr hört das. Okay, das fühlt sich echt komisch an zu fahren, Leute. Gerade vom Sound her, Alter. WTF. So, da kommt keiner. Also hier wieder raus. What the fuck, Alter. Okay, der Sound ist echt... What the fuck, Alter. Halt... Hallo. Hört sich irgendwie an wie ein Hybrid, aber irgendwie so ein, verkackter Hybrid. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen darf. Oder sage. So, wir müssen jetzt geradeaus durch. Motor geht aus. Mega geil. Echt. Der Motor läuft ja wohl mit, aber dann nur als so verstärkt, wenn ich dann voll in die Latschen gehe oder wie. Klar, Hybrid-System. Kann ich irgendwie wegmachen oder so. Jetzt habe ich. Nee, geh mal hoch lieber. Können wir fahren? Nee, können wir auch noch nicht. Aber der Bus ist aus. Ist ja nicht von schlechten Eltern, ne? Aber das... Guck mal, wir gehen jetzt mal voll auf Pedal. Guck mal, geht der Motor mit rein. Wie beim Volvo. Dabei bearbeitet gerade beides. Ist ja mega geil. Schockt ja mal. Es ist komisch zu fahren, ja, gebe ich auch zu. Weil die Soundkulisse, du musst erstmal alles einordnen, wo alles überhaupt hingehört. Da müssen wir hier geradeaus, oder? Aber wenn du es dann drauf hast, dann
Also wenn du es gecheckt hast, wo was hingehört. Weil man hört den Le Sie arbeiten beide zusammen. Also halt Hybrid, ne? Ist ja Hybrid. Der Hybrid versteckt ja den Benziner, Entschuldigung. Beziehungsweise den Diesel und er versteckt ihn. Nee, er versteckt ihn nicht, er entlastet ihn. Beziehungsweise. Ja, wie soll man sowas nennen? Ich habe keine Ahnung. Nur ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Und der Bus geht immer automatisch aus, was ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool finde. Immer diese Start-Stop. Automatik. Ich finde. Morgen. Die feiere ich irgendwie hart. Oh, gleich losfahren. Oh, guck mal, was man jetzt hört, ist nur der. Elektro. Wir fahren gerade rein elektrisch, gebe ich ein bisschen mehr Gas. Motor schaltet sich dazu. So, hier müssen wir gleich wieder links. So. Kommt keiner. Relativ wenig Verkehr. Na gut, wir haben nur 7.30 Uhr. Entweder arbeiten die Menschen oder wie auch immer. Ich wieder Vollgas. So, jetzt schaltet sich der Motor dazu. Hält kurz den Bremser. Jetzt arbeiten die beiden zusammen. Ja, hört man auch raus. Krass, Alter. Leider Gottes kann ich die Busse nicht verlinken, weil ich sie nicht installiert habe. Das war der nette Snuffy und ich weiß nicht, woher die ganzen Busse hatte. Das ist nämlich ein bisschen doof. So, wartet. Weiter geht's. Still. Und dann hörst du noch von hinten dieses. Und jetzt knallt der Motor mit rein, weil ich ein bisschen mehr Ticken Gas gegeben habe. Das heißt, wenn ihr langsam anfahrt, Halbgas, dann knallt der Motor auch nicht gleich damit rein. Aber wenn ihr dann Vollgas gleich gebt, dann geht der E-Motor mit dem, also halt richtig Hybrid dann, ne? Schockt, Alter. Freut mich. Beziehungsweise es ist fast so identisch wie beim Volvo. Hallo. Hybrid. Eine Tageskarte, bitte. Gerne, bitteschön. Und das ist auch, das, wie gesagt, das Konzept von Volvo finde ich ganz geil. Und das im Solarschock natürlich auch. Jetzt ist der Motor natürlich sofort da. Jetzt arbeiten sie beide wieder zusammen, das gefällt mir am meisten. Ups, so. Der Motor ist gerade übrigens aus, also er ist an. Aber er läuft gerade nicht mit. Das heißt, wir fahren wieder rein elektrisch. Alter, ist das hier eng. Platz der Republik. Da hört ihr. Geben wir Vollgas. Motor startet. Findet seinen Gang. Und unterstützt den. Sehr geil. So. Oh. Entschuldigung. Wie sie recht haben bei Manfred. Herr Manfred. Guten Tag. Moin. Hallo. Ups, nein. Einmal kurz checken, bitte. Morgen. Eine Fahrkarte, bitte. Bitte schön. Wir sind super im Fahrplan, finde ich. Ja, super, ey. Wir fahren gerade wieder nur rein elektrisch, wohlgemerkt. Wir dürfen sowieso nur 30 fahren, dann passt das ja eigentlich wie die Faust aufs Auge. Wie
still der Bus, der hinleitet, ne? Das ist echt krass. Ich bin noch nie im Hybrid, im Hybridbus gefahren. Obwohl hier welche rumfahren, was zum Fick. Obwohl hier welche rumfahren, und zwar in Kiel. Aber mit der Linie muss ich leider nicht fahren, weil ich nicht dann nochmal nach Kiel möchte oder so. Und das sind ja die Volvos, die es hier als Hybridversion gibt, als Gelenkbus. Die 7900er, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und die bin ich leider noch nicht gefahren, in echt. Aber immer wenn sie an mir vorbeifahren. Eine Tageskarte bitte. Richtig geil, weil sie ja im ersten Moment, wenn sie anfahren, sind sie ja rein elektrisch und dann schaltet sich der Dieselmotor dazu, ne? Und das ist echt geil gemacht. Ich glaube, warte mal. Okay, nee, alles gut, Leute, alles gut. Ich habe nur gerade was geguckt. Vierhofstraße, alles klar. Nächster Halt, Fechnerstraße. Ach nee, da waren wir gerade eben. So. Oh, da kommt ein Taxi. Oh, ah, passt. Oh, wir müssen hier rechts. So. Vorsicht, Zündschalter nicht vorstellungsweise sofort auf. Ein Fahrschein bitte. Jo. Eine Kurzstrecke. Jo. Das würde mich erstmal interessieren. Vorsicht, Zündschalter nicht von der Stellung 2 sofort auf 0 stellen. Okay, warte. Ich bin einfach die Tür hinaufgegangen. Oh. Auch gut. Warum steigen die Leute aus? Ach, wegen der Matrix wahrscheinlich, weil die gerade leer war, ne? Ja. Ups. Ich bin gerade nämlich. Gut, dann. Können wir auch gleich weiterfahren. So, einmal hier rechts müssen wir. Komm, Kinder. Ja, moin, Alter, wie soll man denn... Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr... Oh, was hab ich denn jetzt? Ausfüllen müssen. Ja, richtig dumm, aber naja, gut. Was soll's. Jetzt fahren wir mal ein bisschen mit... Motorenunterstützung. Halt mal auch gleich wieder das ZF-Getriebe raus. Ich glaube, warte, ob ich ZF, ne? Weil es so jault. So, auf der Höhe. Sehr wenig Verkehr los, finde ich. Aber naja, ist ja auch Sonntag hier, glaube ich, im Spiel, wenn es nicht ganz täuscht. Auch verständlich, ne? Die Leute sind zu Hause, es ist noch früh am Morgen. Weil ja nicht jeder arbeiten muss. Moin, 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 hallo, moin. Guten Morgen. Moin. Hallo. So. Okay, ich zeige das Display gar nichts an, ist auch gut. Naja, der Bus läuft, das ist die Hauptsache. Genau, Besonderheit, wir haben eine getrennte Frontscheibe. Manche Solaris-Busse haben wir eine ganze, wir haben wir eine getrennte. Ich finde die getrennte irgendwie cooler wegen den Scheibenwischern. Hauen wir gleich rein in den Latz. So, wir müssen hier rechts Richtung die Grundschule. Das Grundschule. Nächster Halt, Rottkamper Straße. Ja, ja. Schön gechillt hier mit dem Solaris Urbino 12. Hybrid.
wie ich das gelesen habe, Hybrid. Du hattest ja schon mal einen rein elektrischen Solaris gefahren, das war noch auf dem alten Kanal. Jetzt fährst du mal einen Hybrid und Solaris, weil vorher hast du ja keinen Hybrid Solaris gefahren. Man sehe, geht ganz fit eigentlich. Nur die Bremsen sind irgendwie so ein bisschen für den Arsch, aber gut. Hier hat man Einbüßen, dann hat man hier und da und überall, das ist mein Gott, wie schlimmer ist echt. Hallo. Moin, moin. Hallo. Guten Morgen, hallo. So, geht's schon wieder weiter. Jetzt hat sich der Motorrad dazugeschaltet. Hier, das ist hier eine Straße, Alter, eine Straßenführung. Meine Fresse, jetzt dürfen wir hier links abbiegen, ey. Ist ja mal mega lustig. Finde ich aber ganz cool. Hier liegt eine Bahnschiene, Leute. Aber naja. Hier ist auch schon die nächste Haltestelle. Ich finde das hier recht sehr schön gemacht, finde ich. Sehr schön. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Aha. Morgen. Morgen. Moin, moin, moin. Hallo, guten Tag. Ja, steht da auch Hybridsystem fehlgeschlagen. Bitte Elektrik neu starten. Nee. So, schön gechillt hier. Alter, das ist echt eine chillige Runde um sie. Gefällt mir. Nächste Haltestelle bitte. Oh. Voll drüber gebrettert. Doch echt gut was los, ne? Finde ich jetzt. An Menschen? Doch, das geht schon. Hallo. Ticket. Bitte schön. Abfahrt, Ladies and Gentlemen. Da lege ich gerade was nach, man merkt das sofort. Höchst interessant, der Solaris Hybrino 12 Hybrid. Ich habe auch gerade schon geguckt, also bevor die Aufnahme, habe ich nochmal geguckt wegen Verkehr, aber Verkehr ist eigentlich ganz so weit eingestellt, so wie sie halt immer eingestellt ist, ne? Dass wohl was los ist und so, aber irgendwie ist gerade nichts los, wundert mich ein bisschen. Wuppert. Ja, Wuppertaler Straße, ne? Man, ich sag dazu auch nichts. Kann sein, dass er ein bisschen. Guck mal, da vorne fahren Autos. Er schlechter bremst, weil er da, sich die Energie, die beim Bremsen entsteht, dass er sich die wiederholt und deswegen er ein bisschen Bremser. Ein bisschen schlechter bremst, ein bisschen Bremser, genau. Hm, alles klar, André. So, wir müssen jetzt hier links abbiegen. Mahlzeit! Gott, wie viele Leute haben denn hier auf einmal grün, ey? So, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Schön gechillt. Vorne kommt sowieso wieder eine Kurve. Hochbeschleunigung und Starkbremsen lohnt sich eh nicht. Wir müssen hier rechts rum. Oh, Verengung. Kommt einer von links? Nee. Für doch Baustellen oder sowas, wenn man die ab und zu mal hat und denkst du so, wow.
Schon ziemlich geil sowas. Schon ziemlich geil sowas, ja. Mahlzeit. Moin. Moin, moin. Moin. Ihr Arschlöcher, die nicht zurück sagen Moin oder wie auch immer. Ja, Moin ja sowieso nicht. Ich sage dir nur in Hamburg, beim Hamburg Hafen City DLC. So. Aber ich habe gefühlt lange nichts mehr von The Bus und Co. gehört, dass es da irgendwas Neues zugibt und so. Hm. Oder diesen. Wie heißt der? Palma de Mallorca oder was auch immer das war. Oder die Fuerteventura. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Simulator da. Zu diesem Bus-Simulator. Coach-Simulator, wie auch immer. Hm. Aber ich hatte es ja schon auf sie angekündigt, auch wenn ich das Level Let's Play momentan Bus-Simulator 18. Es wurde einfach stark gehypt. Bus-Simulator 18. Meines Erachtens. Und es ist auch so, und das spielt das gefühlt gar keiner mehr, außer ich vielleicht noch. Aber es macht mir halt Spaß und. Warte ich mal rein. Und das ist für mich irgendwie die Hauptsache. Wenn es mir Spaß bringt, mein Gott, eine eigene Firma da eben noch aufzubauen und so. Und das im Let's Play, mein Gott, ich hab's ja noch nicht in Let's Play und. Dachte ich mal so, ja, warum denn mal nicht? Oh, da fährt ein Kollege. Da vorne geradeaus ist doch die Schwebebahn. Fährt, glaube ich, gerade nur nicht. Müsste es anhalten? Bus müsste nicht weiterrollen, wunderbar. Kommst du ganz kurz hier mal angucken? Ja, geil. Schwebebahn. So, wir setzen uns wieder rein. Warten darauf, dass die Ampel auf den Grün springt. Da fährt ein Kollege, Linie 35. Wäre noch cool, wenn jetzt hier so eine Schwebebahn fahren würde. Naja. Wir warten und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten auf das große Los, dass wir losfahren können. Und wir warten darauf jetzt. Okay, es ist definitiv nach 0 Uhr. Jetzt geht es bei mir los. So, wir dürfen fahren. Oh, sag bloß da hinten lädt er nicht weiter. Oh nö, Omsi. Oh nö. Holder passt am Lädt einfach nicht, obwohl wir da schon waren. Ich krieg einen Föhn. Oh Leute, ey, wartet mal ganz kurz, wir neues Spiel und dann starten wir es einfach nochmal neu. Ich glaube, ich muss die Karte einfach nur nochmal neu laden. Das machen wir jetzt alles mal hier live. Ohne Cuts. Wenn Omsi jetzt nicht abnippelt. So, wir starten einfach mal nochmal. Zack. Ich hoffe mal nicht, dass Omsi nochmal abnibbelt. Beziehungsweise ich verstehe auch nicht, warum er da den Schreckabschnitt wieder nicht laden will. Aber komm, ist Omsi. Was soll man dazu noch sagen? Gar nichts. Naja. So, das warten wir noch ganz kurz. Geht ja nicht relativ flott. So, kurz mal hier. So, jetzt kommen wir ein bisschen, User-Fahrzeug laden. Weil ich will die Tour eigentlich gerne abschließen. Mein Gott, ist ja nur noch eigentlich theoretisch diese Haltestelle. Mein Gott, da könnte man sonst ja jetzt sagen, so, ist jetzt zu Ende. Holle Postamt kennt ihr ja schon. Wäre aber ziemlich scheiße. Finde ich jetzt. Aber wenn das Spiel nicht will, dann will es einfach nicht, ne? Das muss man auch dazu sagen.
So, Umgebungsverkehr wird geladen. Gut, er zeigt mir einfach direkt den Fahrplan an. Scheiß darauf, ob die Tür zu Ende ist oder nicht. Er zeigt mir einfach den Fahrplan an. Ja, so geht's natürlich auch, wenn er mal gar nichts liegt. Okay, jetzt hat er total abgenibbelt. Ja, okay, daran müsste ich mich wohl dann nochmal setzen, dass ich das im Laufen bringe. Mal wieder. Hehe, super, funktioniert hier alles super. Naja. Ist denn jetzt leider mal so, tut mir auch wirklich leid, dass es jetzt nicht so geklappt hat, wie ich dachte, dass wir jetzt einfach weiterfahren. Aber ich würde sagen, volle Passung kennt ihr schon aus anderen Folgen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Omnibus, die zweite Omnibus-Simulator. Vielleicht nochmal auf allem Laurisbach, aber ich denke mal, wir fahren mal zwischendurch wieder was Supremeres, andere Karte. Vielleicht X10 oder sowas, mal sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, fahrt vorsichtig, egal natürlich, wo ihr seid. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dann, und ciao!